Interessant war jetzt so eine Hütte, also das ist jetzt eine Theorie eben von dem Herrn Küster, dessen Buch ich euch in der Einführungsfolge gezeigt habe. Der hat die Theorie geäußert, dass so eine Hütte immer nur so circa 30 Jahre gehalten hat und damit das komplette Dorf danach umgezogen ist, weil es für die einfacher war, an einem anderen Ort, wo sie das Baumaterial zur Hütte quasi direkt an der Hütte stehen hatten, also da, wo die neue Hütte stehen sollte, dass es das Bauen einer neuen Hütte so sehr erleichtert hat, dass es für sie einfacher war, woanders hinzuziehen, eine neue Lichtung, ein neues Feld anzulegen und gleichzeitig an der Stelle eben nur wieder einen Baum fällen zu müssen, den auf diese Stelzen zu stellen oder vorher drauf zu schmeißen, wie auch immer. Und schon hatten sie eine neue Hütte. Davon geht eben halt der Herr Küster aus, das sei einfacher gewesen, als die Hütte dauerhaft zu reparieren, beziehungsweise an dieser schon recht waldfreien Stelle eine neue Hütte hinzustellen. Denn die ursprüngliche Lichtung wird sich natürlich noch ein bisschen weiter ausgeweitet haben, da die Leute ja auch Brennholz gebraucht haben und Holz in der Steinzeit, nicht nämlich Stein, sondern wirklich Holz, immer noch das hauptverwendete Baumaterial für alles Mögliche gewesen ist. Eigentlich müsste man ja bis zur Eisenzeit von der Holzzeit sprechen, weil es wurde 90% Holz und 10% anderes Material verwendet. Von daher, ob es jetzt mit den 90% stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber eigentlich war das alles eine super intensiv holzverbrauchende Zeit. Man hatte keinen anderen Brennstoff, es gab bloß Holz. Torf hat man dann erst nach und nach entdeckt. Und auch als Torf entdeckt wurde, war Holz immer noch super, super beliebt als Brennstoff, weil besser verfügbar und das gab es mehr oder weniger überall. Zumindest noch, als es überall Wälder gab. Das war dann ja im weiteren Verlauf der Geschichte nicht mehr so. Jedenfalls, das komplette Dorf ist umgezogen, hat dann ihr ehemaliges Feld zuwachsen lassen in diesen leicht beeinflussten Art und Weise. Wie gesagt, Bäume, die mit Offenland besser zurechtkommen, sind da eher gewachsen als andere. Bäume, die vorher abgehackt wurden, haben sich zum Teil wieder erholt und das tun natürlich auch nur Bäume, die das besser können als zum Beispiel andere. Und eine gewisse Beeinflussung der Waldstruktur hat damals eben also schon stattgefunden. Wenn man jetzt ganz penibel sein will, kann man sagen, ein Wald, der erst vor 8000 Jahren auf so einer Fläche, die ursprünglich einmal gerodet war, vor 8000 Jahren danach gewachsen ist, ist kein Urwald mehr, weil er eine leichte Beeinflussung erfahren hat, von der zwar heutzutage wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu sehen ist, aber welche Einflüsse das nun jetzt wirklich gehabt haben kann, haben wird, 100% sagen kann man es nicht, und wenn man eben dem Herrn Küster glaubt, der geht davon aus, dass das schon einen recht deutlichen Einfluss gehabt hat und spricht ab der Jungsteinzeit auch schon nicht mehr von Urwäldern. Definitiv wird es noch Urwäldern in den Gebirgen gegeben haben und abseits dieser Lössregionen, wo die Leute halt nur gelebt haben, da einfach mit der steinzeitlichen Technik es nicht möglich war, schwere, massive Böden, beziehungsweise es wäre vielleicht möglich gewesen, aber nicht mit vertretbarem Aufwand, aufzubrechen, um da Landwirtschaft zu betreiben. So, ganz interessant ist jetzt nochmal dieser, die sind alle 30 Jahre umgezogen und haben ein neues Feld angelegt, Gedanke. Eigentlich muss man ja sagen, ist das ja fast noch nachhaltig. Wenn eine geringe Zahl an Leuten regelmäßig umzieht, an der Stelle, wo sie vorher den Wald platt gemacht haben, wächst ein neuer Wald. Sie gehen woanders hin, machen wieder den Wald platt. Aber bis sie da wieder wegziehen, ist an der Stelle, wo sie vorher waren, schon wieder ein recht guter, geschlossener Bestand hingewachsen. Oder zumindest fast. Wenn die also alle 30 Jahre umgezogen sind und das über eine ausreichend große Fläche, haben sie wahrscheinlich wenig kaputt gemacht. Ein Grund, weshalb hier in Mitteleuropa nie so riesengroße Devastierungen, Erosionen und Schäden entstanden sind durch die Menschheit, wie es zum Beispiel im Mittelmeer der Fall ist. Darauf kommen wir aber noch spätestens, wenn wir bei den Römern angekommen sind, dass die hier vorbeischauen. Aber eigentlich, also ein Schaden an der Natur ist noch nicht wirklich entstanden. Eine Mini-Beeinflussung ist zwar da, aber wenn durch diese Beeinflussung wirklich überhaupt ein Schaden, wenn man das als Schaden bezeichnen möchte, entstanden ist, dann war der noch ganz, ganz, ganz gering. Jetzt muss man noch mal kurz darauf eingehen. Jetzt sage ich ja, das Ganze ist in der Jungsteinzeit passiert. Die Situation in der Kupfer-, Bronze- und Eisenzeit sah aber ganz ähnlich aus.
an der Lebensweise der Grundsätzlichen hat sich wenig geändert. Es gab immer noch diese, wir machen uns ein Feld, wir betreiben dann eine Weile Landwirtschaft und dann ziehen wir um zum nächsten Feld. Verhaltensweise, die gab es wohl tatsächlich bis ins Mittelalter hinein, kleinräumig von einzelnen Dorfgemeinschaften, dass die immer noch so gelebt haben. Sicher mit der aufkommenden Technologie wäre es möglich gewesen, ohne jeden Zweifel irgendwelche dauerhaften Siedlungen anzulegen, auch das Holz von weiter weg zur Siedlung, die dann nicht mehr so zentral im Wald gelegen hat, sondern in der Mitte einer großen, großen Lichtung, die immer größer geworden ist, weil man immer wieder Holz vom Rande weggehauen hat, um es als Brennholz zu verbrauchen, um es als sonst was für Holz zu verbrauchen, als Bauholz. So ein Holz hält ja auch nicht ewig, muss man immer wieder neu bauen. All sowas hat eben auch dazu geführt, dass die Lichtungen um größere Siedlungen immer größer werden. Aber was beim Herrn Küster fast nicht erwähnt wird, beziehungsweise wirklich nicht erwähnt wird, ist auch größere Siedlungen, langfristige Siedlungen, die nicht alle 30 Jahre umgezogen sind, hat es auch schon spätestens ab der Bronzezeit, wahrscheinlich schon in der Kupferzeit, gegeben. Also, so ganz ist es jetzt nicht so gewesen, dass man damals immer umgezogen ist mit dem ganzen Dorf. Es gab schon, wie gesagt, einzelne große Siedlungen, die sind ja archäologisch auch nachzuweisen und haben dann diese großen Siedlungen definitiv bestimmt ihre Umgebung stark beeinflusst, weil sie dann doch den Wald auch über einen längeren Zeitraum entfernt hatten, über einen längeren Zeitraum Landwirtschaft betrieben haben, über einen längeren Zeitraum dem Boden Nährstoffe entzogen haben in einem Maß, in dem es nicht normal gewesen wäre. Das kann man dann in einem weiteren Verlauf eben der Frühgeschichte feststellen, bis dann halt irgendwann die Römer kamen und mit dem Eintreffen der Römer war dann einiges ein wenig anders, aber bis die Römer da waren, kann man sich das so vorstellen, einige wenige Siedlungen, die mehr oder weniger stationär waren und sich immer weiter ins Land ausgebreitet haben, Rodungsinsel technisch gesehen. Bei den Kelten war es auch so, wenn ihr irgendwelche keltischen Grabhügel findet, die waren ursprünglich nie im Wald, sondern immer auf Offenland, die haben also auch dahin diesbezüglich irgendwelche Spuren hinterlassen, dass man dann ganz gut abschätzen kann, okay, hier muss eine größere Offenlandfläche gewesen sein, künstlicher Art und Weise, weil sonst wären hier nicht diese riesigen Grabhügelfelder, zumal die Grabhügelfelder ja auch außerhalb der Siedlung gewesen sind. Das sind so ein paar Sachen, wo man es ganz gut nachweisen kann, dass es also auch stationäre Dörfer gegeben haben muss, bevor die Römer gekommen sind. Die Römer waren ja auch nicht in ganz Deutschland, die waren ja quasi nur im Süden, südlich des Limes und im Norden hat sich dann so eine ziemlich interessante Keltenkultur entwickelt, von der wir viel zu wenig wissen, weil die ja leider nichts aufgeschrieben haben, diese Nasenbären. Aber es wird bis ins Mittelalter hinein immer wieder noch diese platt machen, Häuschen hinstellen, da eine Weile leben, umziehen, woanders platt machen, Häuschen hinstellen, da eine Weile leben, wirtschaftsweise bis ins Mittelalter hineingegeben haben. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Und Stellenwert des Holzes muss ich nicht erst erwähnen, das hat man für alles gebraucht. Das war Möbel, das war Baumaterial, das war Brennmaterial, das war quasi wirklich für alles da. Wofür man nicht jetzt irgendwelche Tierhäute oder was verwendet hat, wird man immer Holz genommen haben. Knochen war eine Alternative, wird man aber wahrscheinlich auch nur für manche einzelne Dinge genommen haben. Alles andere Holz, 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 Holz. Das heißt, wir haben damals schon ziemlich angefangen, ordentlich Holz zu verbrauchen, aber es war ja noch genug da. So, und jetzt, auch wenn es wirklich schon die Zeit vorangeschritten ist, müssen wir noch einen wesentlichen Aspekt ansprechen, der ja neben der Landwirtschaft, also dem Bauernbetrieb noch stattgefunden hat zur damaligen Zeit. Und das ist natürlich auch bei uns die Viehhaltung gewesen, zum Beispiel Schweine hat man ziemlich früh tatsächlich domestiziert und hatte die dann schon als Hausschwein da in der Gegend, ebenfalls so Miniaturrinderchen, waren auch schon relativ schnell unterwegs. Und da Waldroden einfach ein Wahnsinnsaufwand war und das für die Viecher nicht unbedingt notwendig war, insbesondere nicht für die Schweine, die sich problemlos von Eicheln ernähren können. Und ich habe ja erwähnt, das Ganze wird ein Eichenmischwald gewesen sein, was damals da gestanden ist. Das war ideal für eben unter anderem die Schweinehaltung. Was hat man gemacht? Man hat die Schweine einfach in den Wald getrieben. Waldweide ist also auch was, was schon in der Jungsteinzeit betrieben wurde und sich bis in die Renaissance gehalten hat. Da war das immer noch relativ normal. Heute weiß man, dass das eine ziemliche
Katastrophe ist, wenn man den Wald langfristig erhalten möchte, den auch noch als Weidefläche zu benutzen. Aber wusste man damals A nicht besser und B gab es genug Wald. Man kann es den Steinzeitlern wirklich nicht übel nehmen, dass die das so gemacht haben. Jetzt hatten die damals auch schon Ställe. Und wenn man die Tiere im Winter im Stall hat, das war damals auch schon so, braucht man halt irgendwas, was man denen in den Stall als Futter hinlegen kann. Und da es keine großen Wiesen gab, die man hätte mähen können, um Heu zu bekommen, das war schlicht und ergreifend nicht möglich, hat man Bäume geschneidelt. Das heißt, einfach mal die unteren Äste abgeschnitten und Laubheu gemacht. Also im Prinzip Ästchen klein geschnetzelt und den Viechern in den Stall gebracht als Heuersatz sozusagen. Man kannte es damals ja eh noch nicht anders, Heu kannte man sowieso nicht. Das hat natürlich auch nochmal dazu geführt, dass die Wälder in ihrer Struktur nochmal massiver beeinflusst worden sind, weil abgesehen von der Rodungsfläche ist auch sämtlicher Wald in der Umgebung von so einer Siedlung vom Mensch beeinflusst gewesen, nämlich dadurch, dass er da riesige Viechherden durchgetrieben hat, die da natürlicherweise auch so nicht vorkommen werden. Die Schweine haben die Eichelverjüngungen wenig gestört. Was an Jungwuchs da war, an jungen aufkommenden Pflanzen, haben dann die Rinder meinetwegen weggefuttert. Ziegen wird es auch gegeben haben, dann haben die das weggefuttert. Also jedenfalls ist viel, viel, viel an aufkommendem Jungwuchs weggefuttert worden und die Wälder sind dadurch verlichtet. Gleichzeitig hat man die Eiche eben unbewusst dadurch gefördert, dass die nützlich war. Das war ein nützlicher Baum. Der hat die Eichen runtergeschmissen, das war gut fürs Vieh und das Vieh konnte man dann selber wieder essen, also war das toll. Weiterhin konnte man die Eiche prima auch kultivieren, weil sie halt eben Stockausschlag macht. Wenn man sie also mal fällt, wächst sie sogar wieder nach. Und die man dann erst später im Mittelalter im großen Maßstab fest rausgefunden hat, wächst sie dann sogar in so kleinen, dünnen Stöckchen nach, die sich wunderbar zum Beispiel als Flechtmaterial, Baumaterial für bestimmte Zwecke eignen. Und dieses Nachwachsen geht auch so schnell, dass man damit richtig gut Brennmaterial erzeugen kann. Diese forstwirtschaftliche Form der Waldnutzung, die dann entstanden ist aus der ursprünglichen Beweidung von Wäldern, nennt man dann Niederwaldwirtschaft. Gab es also quasi indirekt unorganisiert auch schon in der Jungsteinzeit so die ersten Ansätze davon und auch gar nicht erst im Mittelalter, wie es von vielen Leuten immer vermutet wird. Die Waldweide hat also auch nochmal massiv dazu beigetragen, dass sich die Waldzusammensetzung geändert hat. Was noch erschwerend dazu kam, war, dass die Viecher ja auch in den Wald reingeschissen haben, und zwar an den Stellen, an denen sie langfristig unterwegs gewesen sind. Das ist ja auch nicht normalerweise so. Normalerweise haben die ja große Reviere, die Tiere, und das verteilt sich über größere Bereiche. So hatte man also eine Düngung des Waldes in der Region ums Dorf drumherum und damit wieder eine Veränderung des Nährstoffzusammensetzung. Einerseits Nährstoffexport, andererseits wieder Düngung dadurch, dass die Tiere da die ganze Zeit gemacht haben. Und inwiefern sich das jetzt exakt genau auf den Wald schon ausgewirkt hat in dieser frühen Zeit, das kann man nur spekulieren. Dass aber eine Beeinflussung da gewesen ist, nehme ich, und da gebe ich dem Herrn Küster durchaus recht, auch stark an. Natürlich hatte die Waldweide auch nochmal wirklich massiven Einfluss auf den Nährstoffgehalt des Waldes, in dem sie betrieben wurde, denn die Viecher haben ja auch in krassen Fällen wirklich den Humus verschwinden lassen, dadurch, dass das, was normalerweise vom Baum fällt und im Boden übergeht, um wieder als Nährstoffe für den Wald zur Verfügung zu stehen, einfach von der Überweidung durch Herdentiere, die da nicht hingehört haben, verschwunden ist und der Wald da hingegen wirklich abgemagert wurde, künstlich verlichtet sich Baumarten eben etabliert haben, die mit den wenigen Nährstoffen, die jetzt noch da sind, besser klargekommen sind als die Baumarten, die da ursprünglich gestanden hätten, wenn es da nie Waldweide gegeben hätte. Also es gab da, wie gesagt, schon wirklich eine Beeinflussung der Waldzusammensetzung um diese Dörfer drumherum. Das Einzige, was man jetzt noch sagen kann, zur Entschuldigung quasi dieser Tätigkeit, beziehungsweise um den Leuten, die meinen, ja, aber es gab doch trotzdem noch Urwälder, ein bisschen in die Tasche zu spielen. Klar gab es damals auch noch Wälder, in denen garantiert noch kein Mensch gewesen ist.
Insbesondere im Gebirgsbereich wäre es viel zu unfruchtbar und viel zu mühsam gewesen, den Boden zu bewirtschaften. Und die wenigen Leute, die damals noch im Land gelebt haben, die hatten einfach mehr als genug Platz. Die hatten überhaupt nicht die Notwendigkeit, in abgelegenere Regionen mit ihren Viehherden auszuweichen. In den größeren Siedlungen, die es da schon gegeben hat, wird das alles noch krassere Ausmaße angenommen haben als in diesen halbnomadischen, alle 30 Jahre ziehen wir um Dörfern. Aber wie weit genau und was genau, das kann heute keiner mehr feststellen. Ich wollte euch einfach nur mal klar machen, dass wir eben damals schon massiv unseren Lebensraum quasi uns angepasst haben und nicht uns unserem Lebensraum. Wichtig ist jetzt noch auf jeden Fall zu sagen, dass es nicht nur agrarwirtschaftliche, also Viehhaltung plus Landwirtschaft Kulturen gegeben hat damals. Es sind parallel zu den Bauerkulturen auch noch 100% nachhaltige, weiterhin Jäger- und Sammlerkulturen entstanden. Ein Beispiel dafür, das prominenteste, sind die nordamerikanischen Indianer. Die sind ja seit ihrer Existenz, bis die jetzigen Amerikaner gekommen sind und sie alle umgebracht haben, sind die ja völlig nachhaltig, ohne eigene Viehherden zu halten, den Viehherden hinterhergezogen und haben sich da aus so Herden von ganz nah mit diesen hier verwandten Tieren entsprechend das rausgeholt, was sie zum Leben gebraucht haben, haben null Landwirtschaft betrieben und sind denen immer nur hinterhergeritten. Was es übrigens auch gab, waren zum Beispiel die Reitervölker in der Mongolei, das waren reine Hirten. Kulturen. Die hatten nur Vieh, die haben keine Felder bestellt, die sind aber mit riesigen Herden durch die Gegend gezogen und haben die übers Land getrieben, was in einem hohen Maße auch sehr nachhaltig ist, insbesondere wenn die immer dieselben Routen zurückgelegt haben. Dann haben die Viehtiere zwar Dinge gefressen, an Orten, also quasi Nährstoffe aufgenommen und nicht am selben Ort wieder fallen lassen, weil sie dann ja weitergezogen sind und haben dann quasi woanders gedüngt mit dem, was sie woanders gefressen haben, mit den Nährstoffen. Also es gab schon einen Nährstoffexport, aber dadurch, dass diese ganzen Viehherden quasi in einem Kreis geführt wurden, haben sie dann ja letztendlich, wenn sie im nächsten Jahr wieder an der gleichen Stelle ankamen, da dann doch wieder gedüngt, nämlich mit dem Material, was sie an der Stelle davor gefuttert haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also wenn das bis in alle Ewigkeit weitergegangen wäre, ist auch das eine Kreislaufwirtschaft, die im Endeffekt keine Nährstoffe exportiert hätte. Auch das eine sehr nachhaltige Verhaltensweise, die es nicht erfordert, den Lebensraum an uns anzupassen, sondern uns eben an den Lebensraum, in dem wir immer weiterziehen und nirgendwo mehr Nährstoffe entnehmen, als wir im nächsten Jahr, wenn wir wieder vorbeikommen, zurückgeben. Und eben gerade in diesem einen Jahr, das bisschen, was da vorher an Nährstoffen entnommen wurde, kann aus der Natur auch viel leichter wieder nachgeliefert werden, als wenn man am selben Ort die ganze Zeit hockt und da so die ganze Zeit immer Raubbau betreibt und immer Nährstoffe entnimmt, ohne jemals irgendwas zurückzugeben, bis die Düngung erfunden wurde. Tja. Vielleicht noch ein zweites Beispiel für solche Viehherden, Nomaden, Völker. Das sind die Ureinwohner Skandinaviens, die Sami. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Oder Same. Die Lappen, wenn man sie beleidigen möchte. Soweit ich weiß, hören sie den Namen überhaupt nicht gern. Die haben eben das gleiche betrieben mit Rentierherden, was in der Mongolei mit Pferden zum Beispiel betrieben worden ist. Oder eben irgendwelchen kleinen Rindern. Ich weiß es gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber diese Rentierwirtschaft durch das Land ziehen mit der eigenen Rentierherde, dass die immer genug zu futtern findet, auf mehr oder weniger festen Routen und alle 2-3 Jahre dann wieder am gleichen Ort sein. So eine Verhaltensweise ist sehr wohl eben auch nachhaltig und kleine Populationen von Homo sapiens hätten so bis in alle Ewigkeit überleben können. Und das Lustige ist, sie haben es ja sogar. All diese benannten Völker sind so lange eben da geblieben und gab es da so lange, bis dann irgendwann mal unsere sesshafte, reich gewordene Kultur da eben angekommen ist, unsere sogenannte Zivilisation, die dann vertrieben hat, ihnen am besten noch Alkohol gegeben hat, damit das Vertreiben besser funktioniert oder sie gleich einfach alle umgebracht hat und auch da dann unsere schöne, sehr effiziente, sesshafte Kultur eingeführt hat.
Jetzt rege ich mich auf und das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen, denn damit haben wir alles durchgekaut, was quasi bis zur Ankunft der Römer auf der Welt so passiert ist. Denn, also zumindest in Mitteleuropa so passiert ist, woanders sind die Römer ja nie aufgetaucht, aber denn der nächste wichtige Abschnitt eben in der Entwicklung der Waldgeschichte Mitteleuropas ist an dem Punkt, wo die Römer kommen. Das gibt dann auch ein viel kleineres und kürzeres und kompakteres Video beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns nämlich genau beim besagten nächsten Mal wieder. Und macht's gut. Muh.